Seht? Ja, ihr solltet sehen. Let's fucking go. Ich bin mal gespannt. Oh. Jetzt 10 Jumpscares hintereinander. Jetzt kommt erstmal Listerine-Werbung. Jetzt wird mir wieder gezeigt, wie, oh, das Zeug ist so krass, damit kannst du sogar den Schimmel unter deinem Boot entfernen. Und dann so, okay, ich möchte vielleicht nur Essensreste aus meinem Mund oder so. Pony Express, okay, planned shipment duration, 382 days. Elapsed transit time, ja, also sind wir ja knapp bei der Hälfte. I hope this hurts. Ja, das ist doch, was ich von der Story mitbekommen habe, ist, dass da irgendwie diese Crew so am äußeren Rand des Universums irgendwie festhängt in einem ewigen Sonnenuntergang. Zero days before the crash, okay. An orbital body has been detected 22 UA ahead of the vessel. Ich weiß nicht, was AU, AS Units? Weiß ich nicht. Das oben ist dieser Pony, oh, das ist das Logo davon, das sieht ganz cool aus. Alter, die Vibes. The Vibes are immaculate. Please make a manual correction, 1.4 degrees leftwards to avoid impact with unknown mass. Natürlich. Natürlich machen wir das. Da ist der rote Button. It's locked. Scheiße. Einfach mal gucken, was man machen kann. Steer, nee, ich will doch, warte mal, hier, Steer, ne, hä? Echt? Okay. Extreme warning. Direct collision course with orbital body 1.9 S units away. Engaging autopilot to recorrect vessel. Advise crew to take up emergency positions. 4000 credits docked from crew pay package for failure of navigational staff. Kann ich jetzt? Okay, it's locked. Ich meine, mir blieb nichts anderes übrig. Ah, okay. Rechte Maustaste ist wieder zurück. Okay, warning. Alter, du drehst dich in dem Spiel aber sehr langsam um, muss ich sagen. There's nothing else to be done. Same. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben Danger. Pony Express Protection Kit. Use only in case of... code scanner required, okay. Find Anyas Employee Card. Ich finde das Logo richtig cool, das von dem Pony Express. Astronomical Unit. Ich meine, ist ja auch, dann ist AS Unit ja nur die Abkürzung davon. Also habe ich ja gar nichts Falsches gesagt. Oder kann ich da irgendwas? Was ist das hier unten? Emergency Generator. Nee. Warte, ich muss mal kurz gucken, ob ich... Weil meine Maus-Sensitivität sollte eigentlich... Mal kurz. Ja, bisschen besser. Emergency. Kann ich irgendwas antippen? Nee, was haben wir hier? Seil. Length of a Nylon Rope. Okay. Nein! Ich dachte, da wäre irgendwas, aber es ist einfach nur die Tür gewesen. Ne, das auch nur... Den kann ich nicht nehmen. Hier kann ich auch nicht weiter runter gucken, ne? Okay, nur das Ding, alles klar. Dann habe ich den Emergency Key, das lassen wir einfach mal auf. Yippie! Und... Und buh. Okay, war ich nicht. Hier hat irgendjemand was total Wildes gemacht. Ey Leute, ihr werdet gar nicht glauben, was gerade passiert ist. Irgendjemand hat das. Oh, Bild. Police says rise and shine.
Polly can go fuck himself. Was? Okay. Einfach ein Dead-End ins Schiff eingebaut. Wir hatten das designed. Polly says, giddy up, Galaxy. Lend a hand. Okay. Don't be daft. Polly says, don't be a fucking idiot. Okay, die kenne ich aber. Fangen wir jetzt... Okay, ja. Blinken, Sachen repeaten sich. Wo kommt der Jumpscare? Please don't. Please don't. I would really prefer if you would not. Okay, jetzt wenn ich mich umdrehe. Das sind so Sachen, wo ich einfach gerne wüsste, ob irgendwas kommt. Einfach so, wo ich dann so, hey, da kommt nix. Da kann man sich drauf einlassen, auf die Atmosphäre. Weil das, was ich persönlich halt immer daran hasse, ist, dass ich mich in solchen Momenten nicht auf die Atmosphäre einlassen kann, weil ich immer so in die direkte Abwehrhaltung gehen muss. Okay. Und jetzt, wenn ich mich umdrehe... Ich meine, ich konnte an dem irgendwie nichts machen. You fucker. Okay, der sieht aber nicht gut aus. Okay, dann drehen wir uns wieder um. Go, 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 gosh. Oh, geh ab. Jesus Christ. Okay. Oh, erstmal ein bisschen. Schön aufwärmen, Leute. Ich warte einfach nur darauf. Ich warte einfach nur darauf, dass mir irgendwas auf die Nüsse springt. Okay. Gugugu! Okay, bisher ist alles gut. Das sind die Sachen, die ich mag. 2 months after the crash. Alter, also die Charaktere, vor allem der Typ links, sieht einfach aus, als wäre es aus irgendeinem weirden Dreamcast-Horrorspiel. Das ist der Vibe, den ich bekomme. Jimmy! Anyone else would do the same thing. We ain't touching the damn cargo. The hold is locked down for a reason. The only thing worse than dying slowly is not getting paid. I don't know. I don't know. Weiß ich nicht. But it could be something useful, I think. Der hat auch garantiert medizinisch dicken Hals, der Mann. Could be what? Hopes and dreams and marzipan? Aha. You don't have to. If it helps us survive, it's worth it. Man, Pony Express bosses really aren't chill at all, huh? Come on, a quick look won't hurt. How exactly is this group therapy committee planning on getting it there? Oh, right here, boss. You're looking at the meanest swing of the regional junior baseball team. Straight up nearly corked a kid once. I can't take the utility accent. You were goddamn born fully corked. Oh, got him. That's enough, Swansea. There has to be an in case of emergency way inside. If I remember correctly from the safety protocols, the doors should have an alternate access code, but it can only be found uncovered using the code scanner device, and only the captain has access to the scanner. Of course, go ahead and ask him all about it then. Maybe he'll sing you the blues too. We don't need him if we find the scanner, get the code and open the hold. For better or worse, I'm captain now. I'll figure it out. Right on. Let's go. Acquire code scanner. Oh, ich mag das. Ich mag das Icon hier oben. Okay. Warum werde ich jetzt an 28 Uhr ausgemacht? Wartet mal kurz, Leute. Ich werd angerufen.
Okay, ja. ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich, oder vielleicht muss ich, oder vielleicht ist nachher die Zeit da, doch ein bisschen mehr zu streamen. Benny hatte mich nämlich gerade angerufen, weil der hatte mir vorher gesagt, oh, bei uns ist Internet ausgefallen. Aber notfalls mache ich dann eben den Podcast übers Handy oder so. Und ich dachte, okay, alles klar, kein Ding. Und fange dann eben an zu streamen. Und jetzt ruft er mich gerade an. Und scheinbar ist es so, dass wohl in komplett Nürnberg in der Region einfach alles aus ist. Also so, die haben keinen Fernsehempfang, kein Internet, kein Handy ist auch, geht rein und raus oder so, der Empfang, dass er mich gerade eben anrufen konnte. Also, das ist. Deswegen, ich muss nur mal gerade wem schreiben wegen der Aufnahme. So, So. Okay, gut. Dann können wir jetzt aber weitermachen. Dann gucken wir einfach mal, wie es ist. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich einfach noch ein bisschen weitermachen dann. Okay, das ist mein Bett. Don't be so daft. Proper preparation prevents accidents. It is your responsibility to keep yourself and the crew safe. Medical expenses will be docked from personal credits. Ja, natürlich. So sollte es ja auch sein. Ja, was war das denn? They actually sell plushies of this guy for kids. What the fuck, was ist das? Ist da jemand mit der Glugan durchgegangen? Bro, warum hat mein PC Stress mit dem Spiel? Sieht mein PC, wie das aussieht? Jesus Christ, was ist denn da los? Also sorry, aber das sollte doch auf einem Toaster laufen. Okay. Das ist wieder hier, das Duff-Bier. Unsere drei verschiedenen Sorten, kommt aber alles durch dieselbe Leitung, die dann aufgeht. The fuck? Also das sollte wirklich nicht sein. We'd be dead without this thing. Never thought I'd be thankful for Pony Express Grub. Ich meine, wenn das so die. Ich weiß nicht, ob das Meatballs und Spaghetti sein soll oder Mashed Potatoes. Vielleicht sind das einfach so Köttbullar. This machine was empty even before the crash, Swansea saw through that. Ja, ich würde den auch direkt leer machen. Okay, das heißt, wir haben jetzt. Na, aber das ist ja eine Art Bild dann. Keine Ahnung. Looks like it'll be soup again for dinner. It's time to dink my oop. You wanna rock, paper, scissors for the chicken noodle? How much food do we have left? I'd say like 4 months-ish. Then the remaining air supply, but we can make it last. In theory. We'll be starting to poke new holes in our belts pretty soon to pull that off. Man, my mom will straight up stuff me when I get back. I look like Swansea.
We have a rad story to tell, though. They might even write articles about us. We could be on TV. It'll impress the ladies, too. Hell yeah. The real problem is us running out of toilet paper. Fatal stuff, man. We should leave that part out of the for the press. Oh, also Writing bisher super. Fucking, what the fuck? Mensch, ärger dich nicht. Alter, ich hätte nicht gedacht, in irgendeinem Spiel mal Mensch, ärger dich nicht Brett zu sehen. Du bist doch schon hier gestrandet, dann spiel doch wenigstens was Vernünftiges. Table of Contents, Water, Gelatin, Sweetener, Tonic. Recipes, Cake, Drink. Oh, ich mein Lieblings Recipe ist Drink. Meat Pie, Brett. Spaghetti, Bolognese, Carbonara, Alfredo, Lasagna, Polly's Delights. Das klingt nicht so gut. Oder kann ich das hier auch da? Oh, ich kann die dann so durchgehen. Oh, sind das die Codes dafür, oder? Restricted Items. Ah, dafür brauchst du den Code-Scanner. Tonic. Und dann Cake Recipe. What? Mix Water and Gelatin. Und dann Mix Cake Base and Sweetener. Und Sweetener ist Restricted Items? Drink Recipe. Okay. Cock. Pit. Wirklich aus wie die Glühwein. Vielleicht ist auch einfach alles nur Mashed Potatoes. Ich meine, nichts wird jemals so gut sein wie Depsy aus Wanted. Ain't you supposed to be figuring out our great cargo robbery? Why are you standing out here? None of your goddamn business. Everything is my business now because of Carly. I don't want to keep having this conversation. Right, Capitano. I'm working. Blue collar fools can't afford to stop working even when the machine does. Go figure. And before you start, I'm taking a break. Don't you worry, I ain't going over my break time allowance. Ha! Working on what? How does it look in there? It's a solid wall of foam. I'm trying to see if I can break it down enough to get something useful out, any of my tools. But if I breach that foam and break the air seals, lights out for us. Okay, alles klar. Das heißt, das ist dann der Foam, um das alles abzudichten, okay. I ain't letting anyone else mess around in there. Even Daisuke? He's your intern. He's supposed to be helpful. You think I'm letting that knucklehead in here after the crash roughed it up? Our so-called nurse nearly skewered her leg when the vent hatch was opening during the maintenance. And that was before the crash. I warned her, but it's in one ear and one out the other door. One at the other. The other door. The other. Then there's the teeny bobber thinking only with his downstairs long nose. Okay, downstairs long nose, muss ich sagen, finde ich sehr gut, ja. Just like my useless kids back home. So no, ain't letting anyone mess around in here. Alright, Swansea. Keep me updated. Oh, das ist das. Das wunderschön gerenderte Brusthaar. Der Mann mit seinen Popeye-Armen. Giddy up. Okay, Cargo. Cargo, brrr. Gibt keine Null? Fuck. Kann doch nicht mal Boop oder so machen. Was soll das denn? Einfach nur 111. Oh, kann ich auch nicht. Das muss die... Und hier ist der, genau, hier ist der Code, den ich dann brauche, um das, okay, das heißt, ich brauche diesen Code-Scanner. Oh ja, Lead würde tatsächlich, könnte ich dann schreiben.
Wow. Oh, that worked. Oh, hey there, buddy. Hey there, little buddy. How's it hanging? Yeah. Yeah. Was? What did I do? Was? This is a developer menu. Don't use this until you've completed the tame. Also, be mindful that the chapter select system is incredibly unstable and could break the game at any time. Was habe ich getan? Was habe ich gedrückt? What did I do? Okay. Ah, das war die. Ich hab mich bei Tab verklickt. Okay. Halt, stopp. Das ist tatsächlich Björn Moment. Okay. Ich liebe, dass das ein Erfolg ist einfach. Okay, das heißt, das ist Curly, das ist unser Captain dann. Und der kann nichts weiter als noch irgendwie zugucken. Okay. Ja. Das auch alles. Oh, Radio. Doesn't get any signal anymore. Unfortunately, Anya in Swansea's playlist survived the crash. Yeah. Pills! There is all we have left. Take painkillers, natürlich. Will ich noch mehr Painkillers nehmen? Nee. This vent has been busted forever, at least according to Swansea. Probably beyond wreck now. Danger! Danger! High voltage! He doesn't want to keep still anymore. What about the painkillers? It just hurts him so much. I can't stand the noise. You did make it through nursing school, right? Pony Express sure does know how to cut corners, if nothing else. I was thinking, we never went back into the cockpit after we dragged him out. It's almost entirely foamed up. Kind of a miracle Curly didn't end up fossilized. But it could still be unstable. I just think, well, it's the only place the code scanner could still be. Otherwise, we're shit out of luck. I'll take a look. I know you'll figure it out, Jimmy. You're so capable. Oh, also, well, I was hoping you could help me with the captain. Curly? Right, sorry, with Curly's medication. People have to be worth their titles. Don't you think, Nurse Anya? Yeah, forgot I ask. I'll take care of it. Okay, das heißt, ich nehme an, die Painkiller, die ich jetzt gerade geholt habe, dem einfach in den Mund ballern. Haben wir ja gelernt, das weiß ich ja noch, von Dr. Cox, einfach Handvoll rein und das, was drin hängen bleibt, das ist die richtige Dosis. Hold still, yeah? I don't like this any more than you do. You know what they say. Pain is how you know we're still living. Ah, Bullshit. Du bist wie mein Vater, der drückt auch aus Versehen irgendwie drauf und hat anschließend Zugriff auf die NASA-Server. Ja, oh, Curly Fried. Boah, jetzt habe ich Bock auf Curly Fries. Oh, jetzt hätte ich Bock auf Curly Fries. Alter, das ist einfach so, Fritten, cooles Konzept. Aber dann Curly Fries einfach noch so. Also ich weiß nicht, ob ich jemals in der Situation wäre, wo ich die Wahl habe zwischen normalen Fritten und Curly Fries. Und ich würde nicht die Curly Fries nehmen. Also ich glaube, wenn ich die Wahl habe, normale Fritten und Curly Fries, ich würde 100% der Zeit immer die Curly Fries nehmen, ja. Ich habe keine Zeit für Showcases heute, aber danke trotzdem für die Erinnerung. Excuse me, sorry. What's going on? What is going on? Ja? Ja? Is he doing the mouthwashing? Na, war es gut? Ja. Ja. Siehst du? Alles tutti. Hey. Wo denkst du denn? Kann ich mir nochmal Painkillers nehmen? Ja. We don't have a whole lot of painkillers left. Ich mag eigentlich immer die
Auch die Kameraeinstellung, wenn du den Leuten redest. But you still want to keep what you think he did. Did it? Does it matter? What answer would make you feel any better? I have to believe that our worst moments don't make us monsters, Jimmy. I have to, even in this case. He tried to take us all down with him, Anya. The way I see it, there's two reasons to keep him alive at this point. Guess the important bit is that we all agree to it, for one reason or another. I'm still feeling nauseous. I need a minute. Ich meine, okay, also sie wissen auf jeden Fall, dass er das dann aktiviert hat. Okay. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich die Codes hier dafür irgendwo benutzen kann. Ne, wenn ich jetzt einfach, was 3142 wäre jetzt ein Code. Okay. Oder ansonsten, ich kann hier noch kurz ein bisschen mit interagieren. Oh, richtig gut für den Rücken. Lore, isn't that bad? Oh, wenigstens auch noch ein Gameboy und die Hanteln. Das ist die beste Kombo. Spielen und ballern. Nein, nein, es ist mir klar, dass er dem die Pille in den Rachen stopfen muss. Es war einfach nur so die Schwarzblende davon. Das hat mich ein bisschen... Das hatte mich etwas irritiert. Das war es einfach nur. Alter, aber die Performance-Probleme hier... Oh, das sieht gut aus. This is all just up. Kann ich den noch benutzen dann? Ey, die Karte ist nicht mehr da. Somebody took the Karte. There he is. Okay. Ist da der Code Reader? Take the Code Scanner. Jetzt kann ich euren Code scannen. Du dachtest, es wäre ein Code Scanner? Nein, es ist ein Code Scanner. Hui. Okay. Das ist dann 7739, aber für was denn? Also wo kann ich das denn dann einsetzen? Captain Access Only Code Scanner required, okay. Aber 739. Weil in der einen Tür waren ja... Das waren ja drei Tasten, um das einzugeben. Und da war ja auch der Code daneben. Also dann, ich muss mal gucken, wo ich das dann irgendwie eingebe. Oh, kann ich hier mittlerweile rein? Once he hasn't let anyone in the utility. Der ist wahrscheinlich einfach nur am Schrubbeln, weißt du? Lass den guten Mann doch ein bisschen schrubbeln. Okay, wir haben 4, 5, 1, 7. 4, 5, 1, 7. HKD Love, Hallihallo. Yo, Tankabentos, vielen, vielen Dank für das Abo. Guten Tag. Kann ich das eigentlich ausmachen irgendwie? Oder muss ich das... Oh, oh. Oh, oh, what did I do? Oh. Oh, ich hab das Menü geöffnet in dem Moment, wo eine Cutscene gestartet ist, okay. Björn hat das Stopfen lieber in 4K gesehen, immer. Immer, ich sehe mir Stopfen immer sehr gerne an. Are you listening? Yeah, yeah, damn, I'm sorry. Couldn't sleep again. But I passed the psych eval. Okay, it's real. Okay, it's in the curl, yeah, it's clear. Well, you gave the same answers as last time. I do wish you'd open up a little more, Captain. These evaluations aren't just about you. As long as I'm fit to fly in your eyes, Anya. Oh, stop it. Guess that means I only have one more eval left to do. Jimmy? He acts as if I do these things for fun. Then I have to make a report with things like I have found myself sexually was excited at the sight of cartoon horses. Oh no, Jimmy's a furry.
Well, I could take it off your hands. Really? I've known him a long time. He won't try any bullshit with me. I suppose you are the captain. I am the captain. Oh, thank you. What a relief. Oh, before I forget, Swansea asked me to give you this. They can't expect me to perform miracles! Not sure what it means, but sounds like fun. Good luck, Captain. Hey, this looks so nice. This is where I live from now on. Alter, die Performance wieder. Das ist mein normaler, das ist mein Tageskalender. Das ist mein Anxiety-Kalender. Was ist das? Breathe in. Keine Ahnung. Für mich haben solche Sachen irgendwie nie funktioniert. Immer wenn ich gestresst bin und dann irgendwelche Breathing Exercises anfange, die machen es irgendwie nur schlimmer. When it's right, it's right. Jimmy, where the fuck are you? I'm gonna get you. Aber erstmal holen wir uns ein bisschen Kaffee. Ne, Kaffee war von Anfang an. I think there's another coffee for a month. A trucker's kind of meal, kind of fast, kind of cheap, kind of edible. The best kind. Anya and Daisuke get really intense about this game night. He's always insanely lucky too. Drives her crazy. Ja, würde mich auch. Würde mich auch. Ich bin auf jeden Fall auf Anyas Seite. Leute mit Würfelglück sollten einfach in irgendwelche Spinde gesteckt werden. At ease, Pony Boy. Oder war da Buddy? I don't know. Collectible. Haben wir hier eigentlich irgendwas? Our trusty food dispenser. Ah, und da kannst du dann die Zahlen eingeben, ne? Hier kann ich aber gerade auch nichts mitmachen. Dann gehen wir noch einfach mal weiter. Hatte die gesagt, wo das sich befindet? The door to my quarters. I'm still on clock though. Nein, I wanna go take shit. No. Alter, was ist denn hier passiert? Was haben die denn hier runtergekratzt? Haben die da irgendwelche Opfer in ihr Basement runtergezogen? Was ist denn da los? Jimmy and Pony Express said they don't provide onboard entertainment. Feels like there's always something broken in that room. Tulpar's starting to show her age. Past inspection, right? Shouldn't be an issue. Plus they added Daisuke last minute. Didn't account that there'd be five of us now. I really should have made a bigger stink about it. Maybe you should intervene? Or we just close the door. Your call. Oh, das sind unsere Pods. Emergency Crypting Pods. They have about 20 years of backup power. Nice. Oh, warte. Kann ich das? Habe ich das bei mir zufällig? Warte. 26, 2609. Okay. Kann ich das eigentlich irgendwie... Das ist die Frage. Kann ich das irgendwie an- und ausmachen? Nee, ne? Ich muss ins Menü dafür gehen, um den auszumachen, okay. Hab ich aber, was war das? 262, das war 2609, ne? Ein bisschen pain in the ass teilweise, ziemlich nah genug, aber ja, 2609, okay. Boom, boom, bam, bam, boom. Der sieht nicht nur aus wie Yusuke, sondern ist auch noch genauso deppert, ja. Do not touch. Same. Well, I can see the issue. The kid was brought on just to make me suffer. Intern my ass. I was just trying to fix the vent.
How did I trigger that, trigger the emergency foam? Because you're talented in all the wrong ways. I would have dealt with this, but only you can unlock the X case. Every goddamn thing has to go through you. I'll handle it. Hang in there, Daisuke. Ich glaube, gibt's auch nichts Peinlicheres, als irgendwie in diesem Emergency Phone dann gefangen zu sein. Take X. Time to do some murder. Can't use it here. Can't or won't? Warum? Ich wollte einfach nur gucken, was passiert. Ich bin da nicht allgemein gefährlich. Ich will einfach immer nur austesten, was sind die Grenzen, ja? Björn liegt wieder Pins. Das ist hier unter Verdacht. Oh, wenn ich das dem ARD schreibe. Youch. Oof, strong stuff, huh? Get it through your goddamn skull that went strictly off limits. Fully fucking collapsed inside. You're looking to get impaled, electrocuted, and cooked? Yeah, but like, you can't fit in there to fix it, right? So I can totally handle it. Captain, give me the axe. Swansea, this could have damaged the pots. You can't let something like this happen again. Yeah, yeah, I got it, loud and clear. Keep the axe until you've cleaned it all up, okay? Give me the axe. Okay, aber ich glaube, ansonsten gibt's hier... Ich finde die nonlineare Erzählungsstruktur eigentlich ziemlich cool bisher. I take it Anya diagnosed you with being sane then? Just off center, but it's what keeping me on my toes. I said it's yours. I want to hear all about this cartoon horses. Is that something you were born with or a recent develop? Alright, shut up. Let's get to the cockpit. Cockpit war... Ich muss nochmal rechtsklick rausgehen. War Link, genau. Genau, wusste ich doch. Habe ich noch behalten. Alles klar, ich wollte nur euch testen beim Zugucken. Ne, dass noch alle wach sind, alle noch dabei sind, alle noch zuhören. Mitschreiben für den Test natürlich. Toes mentioned. Boah. Ich werde niemals... Alter, Fußleute werde ich niemals verstehen. Okay, das sieht normal aus. Das sieht aus, wie es vorhin war. Welcome to Silent Hill 2, Baby. Zeit ins Gefängnis zu gehen. Curly feet, don't. Oh, Füße. Mm-mm. Okay. Lange Treppe nach unten. Am Ende der Treppe springe ich runter. Wenn das mal keine Silent Hill 2 Referenz ist, dann weiß ich auch nicht. Alles extrem normal. Gehen Sie bitte weiter. Oh, okay. Oh, ich bin im schlechten Teil von Half-Life angekommen, so wie es aussieht. Treff aus Mario ist auch nur eine Jojo-Referenz. Oh, geil. Oh, leider. Mehr Leitern. Die Reflexion ist ein bisschen komisch, wenn ich die Kamera zu weit unten nehme. Okay, das Gehen wird langsam schwerer. Ich mag auf jeden Fall den Stil auch der Leitern, das sieht richtig cool aus. The vibes are immaculate. Auf jeden Fall. Hinter mir irgendwas? Oh, ich kann mich nicht umdrehen.
Ich kann mich nicht umdrehen, auch wenn ich es versuche. Boah, Alter, einfach mal die Retina wegballern. Boah. Oh, das ist das falsche Spiel, um irgendwie so um 3 Uhr morgens zu spielen die ganze Zeit. Aber hey, Leute, ne, immer Licht machen. Ich bin auch überhaupt kein Fan von. Ich habe immer meinen Raum ausgeleuchtet. Oh Junge, 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens, Menschen. Ach. Bist du auch so hergekommen? Ist halt immer ein komischer Weg, bis hier runter zu gehen. Okay, aber dieses Mal ist es auch nicht. Warum ist denn dann ihr Ding da gewesen? Komm, wir machen es einfach direkt in dieses hier, just in case. Ja. Just in case. Just in case, natürlich. You can't just make something up for this? It's not like these evals ever go anywhere when we get back. We'll power through it. Have you been able to complete your mandated tasks as co-pilot efficiently and to your fullest capacity? Let's see. I just put good for that one. That's all of them, done and done. How are things otherwise, off the record? I like it. We're in control here. Didn't think you'd ever take to being a freighter pilot as well as you have. What was how you struggled back on Earth? Sure, all I ever hear is how great of a leader you are. Honestly, it's kind of annoying. So what is it? Huh? How come it always seems like you're standing on the edge of a bridge with your feet in cement? Lately I've been just thinking, is this enough? Should I just stay here because I've been successful at it? A good long haul freighter captain? And that's bad? That's what I'm saying. It's not. But it's terrifying. I think, am I figured out? Is this all I have ever be? Or do I take the risk and try something new? Even if I'm bad at it. I guess I get it. You reach the highest rung on the ladder. Oh, ladder, get it? Ooh. Oh, schmimbalism. So now you're thinking you might be on the wrong ladder altogether. Still a long way down from the top, no matter how you look at it. Well, I'm still climbing and climbing. Something like that. But hey. Yeah. You know I believe in you. Here, on Earth. Doesn't matter. Ah, you should write that on the psyche valve. Message incoming. Oh no, the big guys themselves. Guess it's my cue. Yo! Knöbel, was geht? Vielen Dank für die 20 Euro. Vielen, vielen Dank. Oh, bester Mann. Vielen, vielen Dank. Damn, boy. Das, was ihr alle machen müsst, entweder auf Twitter oder am besten auf beiden Plattformen, wenn ihr da seid, Twitter und Blue Sky, dem guten Knöbelbrot folgen. Die beste Quelle für Videospiel-News und auch neue Releases. Was meint ihr denn, wo ich meine ganzen Geheimtipps herbekomme, jeden Monat für die Monatslisten? Vielen Dank auf jeden Fall. I see you later. Einfach jetzt nochmal hier drauf drücken. Alter, by the way, ne, auch falls Leute hier sind, die beim Patreon gesubbt haben, so die letzte Woche, echt vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das war, glaube ich, so der erste richtige Spike in so ein paar Monaten. Okay, ich hab die Zahl schon wieder vergessen, die hier dran stand. War, glaube ich, 7 irgendwas, ne? Ja, das ist so fricklich. 739, okay, 739. Aber kann ich noch was machen? Ah, hier das Ding. Tech News from Corporate. Okay. Und dann einfach. Okay.
Oh! Oh! Oh, what the fuck? Was? Dragon Breath X? Uh-oh. What is happening? Oh, geiler Fernseher. Das hier. Ist das irgendwas so Public Domain, was die nutzen konnten, oder wurde das dafür gemacht? Weil das, also einfach nur für so eine kleine Szene nebenbei, finde ich das halt echt insane. Ist das sowas wie Galaxy Gas? Können die Amerikaner fragen. Soweit ich weiß, ist Public Domain Stuff, okay. What? Oh, spooky, scary skeletons. Shiver down my spine. Dragon Breath presents. Oh mein Gott, kommt jetzt so eine Adult Swim Sache. A revolutionary new dental hygiene product. Brand new formula designed to kill bacteria and kill germs without leaving a bad taste. All day fire fresh. Consult with your local dentist hygiene specialist before, during and after the use of Dragon Breath X. Mouthwash Dragon Breath Infinite will not accept responsibility for irgendwas. 2 months after the crash. It's... this it? Mouthwash? Unfucking believable. There's gotta be an ocean of the stuff in here. This room looks freaking endless. This is what they'd have 5 people hauling for over a year? All of this? For mouthwash? The sugar content probably offsets any potential as disinfectant. Disinfectant? What are you? Let me see that. 14% ethanol? Ha! Ha 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 ha! Huh? Suppose we'll smell good at least? That's right, kiddo. You can bet your ass on that. What are you doing? Stop that. Also von dem, was ich gehört habe, ohne Scheiß, Leute im Altersheim. Also das ist das, was ich immer gehört habe von Leuten, die da arbeiten, dass da, du hast halt teilweise einfach noch so Rentner und so Halbalkoholiker, die da sich dann irgendwelche medizinischen Kram oder so hinter die Binde gießen, wenn da irgendwie genug Alkohol drin ist. Oh. Funktioniert mein Chat jetzt? Ja. Wir können dich sehen. Vielen Dank nochmal. Vielen, vielen Dank nochmal für die Spende. So, Leute. Und jetzt alle, genau, Knöbelbröt könnt alle auf Twitter und Blue Sky folgen, bitte. Wenn ihr auf den jeweiligen Plattformen seid. Ist genauso geschrieben, ne? Der Ad, meine ich. Ja. Das zählt jetzt als bezahlte Werbung. Kannst einfach steuerlich absetzen. Geschäftsausgabe. Oh, wow, ich schreibe dir eine Rechnung. I'm just an old, was ist Codger, taking care of his dental hygiene. You hear that? That's the sound of 15 years of sobriety popping like a cyst. A glorious, magnificent, red-hot cyst. Good riddance and cheers to Captain Curly. Hear, hear. Guess anyone could get COC blasted off this stuff. Yeah, and kill you in the process. This can't be real. There's no way. Now we can go out in style. Daisuke, come here. Anyone ever teach you how to drink like a man? What? What the? Alter, das finde ich. Ich habe einfach immer Angst, mein PC ist abgeschmiert.
Ich habe immer Angst, einfach mein PC ist abgeschmiert, aber das ist ja. Oh, ich liebe das ja, wenn du dann so Fake-Crash-Effekte hast. Surprise! Surprise! Look at your face! Haha, gotcha. Cheers. Oh, wow. What's the occasion? We only get one communal birthday party per trip, right? So we can have it whenever. Only one person can really be surprised, birthday per trip. We did Swansea last haul, remember? No way, I can't believe I missed that. You were next on the list, so congratulations. Hate to say it though, your duties have to extend to even your own birthday party. You're the only one with clearance to make the cake. The recipe is there and by the machine. Hop it up, Cap. Ja, das hatte ich mir schon angesehen. Ist immer ein bisschen komisch, dass du aus Gesprächen, du hast dann so eine kurze Überblende und dann denke ich, man ist eben aus dem Gespräch raus, aber dein Charakter hängt noch im Gespräch fest. Okay, was brauchen wir denn für den. Das war glaube ich, Water, Gelatine war zusammen. Water, Gelatine und dann Sweetener. Okay, das heißt erstmal 3-1-4-2 und 2-4-1-3. 3-1, okay, 3-1, 3-1-4-2. 3-1-4-2, 4-2-1-3. Das ist dann 31, 42 und 42, 13. 31, 42. Und 42, 13. Und dann packe ich die hier drauf, nehme ich mal an. Of course! Of course, na, natürlich. Natürlich, wie könnte es anders sein, wenn ich das zusammenpacke, dann kommt da Kuchen raus. Mix Cake Base with Sweetener. Okay, und für Sweetener muss ich jetzt den. Okay, 23,41. Nein! 23, 41. Piep, piep. Take Sweetener. Let's go! Kiki des. Achso, ich muss den. Ah, okay. Alles, ja, okay, of course. Sorry. Sorry. Man braucht Clearance für Kuchen machen. Also kommt drauf an, ne? Oh, der Jingle! Der Jingle killt mich. Gotta make a speech. Can't argue with that. Speech, speech, speech. Go on. Hey, what's wrong? That's all it said in a report from management. We will receive the paycheck for this delivery. I don't know any more than that. Pony Express finally kicking the bucket, huh? What a joke. And we're the punchline. I don't have any savings. They can't just do this, right? Pony Express was one of the last manned crew freighter companies. The writing's been on the wall for a long time. When did they tell you? Earlier this week. I was instructed to wait until we're closer to the haul destination, but I can't keep something like this from you all. So, I guess you got what you wanted, without the guild. Jim. If I had known, I can go back to my, how'd you put it, struggle of a life. Anya never got into medical school because she's, well, let's be real. And how many employees, employment years Swansea got left in him. Daisuke will be fine, mommy and daddy have him covered, so there's that at least. But you? Headed for bigger and better, right? I'm just working on my life being in a place I don't have to fucking escape. That's what I was trying to tell you, nothing more. We're the ones you're trying to escape. Leave the dirt behind now that your boots are clean. That's not what I meant. It is what you meant. You just couldn't frame it to yourself in a way that kept you as the hero. Abandon the crew, but remain the model captain.
Unbelievable. What am I supposed to do? Let's have some fucking cake, huh? Props to the Twilight crews of the Tolpar. Props to our captain and his new prospects. Yay! Cake! Woo! Oh yeah, Alter, that's a big knife. That's a big knife. Nothing's bad gonna happen. Wait, what? Oh, ich muss mit der Maus den. Ja, das ist wie man Kuchen schneidet. Ja, das ist wie man Kuchen schneidet, definitiv. Das nicht suggestiv auf irgendeine Weise, okay? Three months after the crash. He's still asleep. Check on Curly. Yeah. Polly says, are you awake tonight? Uh-oh. These rations have to last a long time. We just need to have discipline. So sieht's auch aus. Find Daisuke's employee card. Oh, die haben. Ja, jetzt haben die schon angefangen, den ganzen Kram hier zu saufen, ja. Jesus Christ, man. He keeps sleeping outside utility, okay. Jesus fucking Christ. Alter, die ganzen Flaschen da neben dem. What the fuck, ey. Yo, man, how's it hanging? I don't know if he's been giving his medicine yet. Hier, okay, komm. Okay, dann kann ich wohl nichts machen, bis ich Anya gefunden habe. Anyang. Hello, Anyang. Muss wohl das ganze Galaxy Gas sein, ja. Einfach Kuchen zersägen. Macht man das nicht so? Macht man das nicht so? Ich glaube, wir versägen immer Kuchen. Jesus Christ. Ja, das ist wirklich. Und auf jeden Fall ganz normale Geräusche, die ich da im Hintergrund höre. Nee, warte, ich bin hier gerade hergekommen. Ich bin dumm. Nee, Mann, ich muss hier in das Ding gehen, wo er vorher mal da daneben stand. Oder halt im Cockpit. Swansea hasn't let anyone into it since the crash, says it's filled with foam. Ja. Würde ich auch sagen. Ist wahrscheinlich so ein. Der ist wahrscheinlich einfach so ein Foamfucker. Der hat sich da einfach so eine Form draus gemacht und. Hat da drin seinen Spaß. Oh ja, der Mann. Der Alkoholiker mit der Axt. Gute Kombination. Definitiv eine gute Kombination. I'm gonna take the rope. Wann kann ich das Rope endlich nehmen? I wanna take the fucking rope. And hang myself. In Roblox, of course. Ist das Sci-Fi? Das ist ein Raumschiff, ja. Das ist ein Raumschiff. No, I understand completely. If that's how it has to be. Hm? Oh, it's you. Jimmy, not able to sleep either. It's nighttime. Why are you talking this late? Anya, are you crying? No, don't worry, I'm okay. We all need to keep it together. Oh, I'm keeping it together. Don't you worry, Captain. He's making noises again. Did you give him his meds before, Anya? No, must have slipped my mind. I'm sorry, I'll do it. No, really, I'm perfectly okay. I said I'll do it. Time to give painkillers. Wird wahrscheinlich auf dem Weg bis dahin nichts Komisches passieren oder so. Garantiert nicht, nein. Wir gehen einfach nur ganz normal zurück. Kuchen zersägen, das ist doch wieder nur eine Provokation. And for my next trick. Ich glaube, andersrum wäre ich ein bisschen schneller gewesen. Na, egal. Sich vorzustellen, dass das alles Kamm ist, macht sehr viel lustiger.
Müssen wir mal gucken. So ein paar Sachen davon auf jeden Fall. Okay. Ah. Ja. Come on, stop with the noise. Damn it. I know what everyone is thinking. The way they look at me. What could I even say? And then, what would she do? Damn it. Here we are now. Me in the driver's seat. Thanks for that. Open up. I hope these make you feel fucking better. How I feel inside. Was für ein Gas? Einfach mal, ich weiß nicht, ob du die momentane Kanye Arc mitbekommen hast, aber einfach mal da danach googeln, dann weiß man, was das ist. Okay, bye there, little buddy. Okay. Ich glaube, ich gehe immer noch so ein bisschen aus, dass es auch ein Breakdown sein könnte, aber ja, gucken wir mal. Hey, Birthday Party. We should have some. Why? It's mediocre at best, obviously. Sometimes you can only get the subpar stuff. That's what makes the really good stuff, well, good, right? Why bother? Hey, we all tried to escape. Didn't work for any of us. I've thought many times, is this what peace feels like? And is it good enough? If I'm being real, it certainly isn't the best. So all I can do is to try and make my life one I'm not trying to run from all the time. Sometimes I'll be promoted, buy a house, fall in love. But other times, I'll just have some awful fucking cake with my friend. Right now, that sounds pretty brilliant, yeah? So, if you'll do the honors... Right. Well, let me go find a knife. A knife?! What you got there? A knife? Oh, das sind alles so, das sollen glaube ich diese Mouthwashing-Flaschen sein, ne? Die Textur. Wenigstens ist dieser komische Dödel, wie heißt der? Polly, ne? Der ist hinüber. Okay, hängt hier irgendwo das Messer? Oder muss ich in die... Ich dachte eigentlich eben, das sah so aus, als ob ich da nicht mit interagieren... Ach doch, hier kann ich interagieren. Nur durch mittelmäßige Spiele können wir die guten schätzen. Nein, alle Spiele müssen gut sein. Dir müssen alle Spiele gefallen. Außer es ist ein Ubisoft-Spiel. Dann ist es fair, drauf rumzuhacken. Dann kannst du sagen, was du willst und niemanden stört es. Hey! Take X. Nice. Those are some nice looking eyeballs. Okay, ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwie so die Axt benutzen. Ich muss aber auch sagen, die kriegen wirklich sehr viel aus dem kleinen Space hier raus. Oh oh. Das ist ein... Kann ich hier? Doch, hier lang, ja. Ja, ich hab keine Ahnung bei den. Wie gesagt, ich meine, USA haben ja sowieso einfach ein riesiges Opioid-Problem. Und jetzt aber noch so eine Sache wieder dazu zu nehmen. Good fucking luck. Oh, can I ask you a question? Okay. Okay. 4 months after the crash. Hat er mittlerweile alle leer gesoffen? Er war aber sehr durstig. Oh oh. How many have you had? Those will kill you before anything else? I know. My mom found this internship for me.
Such a slacker, she said. I don't know. I just never knew what I wanted to be, and never was good at anything. Total screw up. We're not done yet, Daisuke. I just hope she doesn't blame herself. Please, just take it. I don't want to look at this stuff anymore. Okay, bye there, little buddy. Uah! Kann ich jetzt mittlerweile mal hier rein? Vielleicht muss ich den auch einfach mal net asken. Net ex question. Gucken wir einfach mal. Ey, na, ein bisschen durstig zusammen sein? Anya? Ah! Oh, you startled me. Sorry, no worries. You thinking about drinking that too? Honestly? Yeah? It'd probably just make me feel sick. Wouldn't fix anything, as much as I'd like to. Right. Yeah, I was thinking, did you know that not all of the medicine aboard was in my office? Restore some in the storage locker in the hallway. Why haven't you brought this up earlier? It was foamed up. I didn't think it was possible to reach it. But I've been estimating the position of the foam. I think the medicine depot locker isn't too far into the mast of it. So we could try to break it down. One strike too many on a weak spot. We'll all get sucked into space. I think it's worth the risk. If nothing else, it's an excuse to get Swansea to hand over the axe. Break the foam, get the axe. That man is having the time of his life. That man is fucking loving it. Bruder, wie hat der eigentlich immer noch so einen Bauch? Ich dachte, ihr seid seit 4 Monaten. Wie viele Kalorien sind denn da drin? Ey. Weiteres Collectible gefunden. Oh. He's been blasting this music all night. At least I think it's night. I don't have to tell anymore. Darf man bei uns überhaupt Lachgas so verkaufen oder muss das immer in so eine Schlagsahneflasche sein? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie das da immer läuft und Regulierungen. Weil wenn du willst, kannst du ja auch einfach immer weiter, du kannst ja auch einfach so Sprühfarbe schnüffeln oder Kleber schnüffeln oder sonstigen Kram oder so machen. Ich meine, du kriegst dir, wenn du dir unbedingt aus irgendwelchen Haushaltsgegenständen Drogen machen willst, das kriegst du schon hin. Jimbo! El Capitano! The man with the plan! You done? I need that. This old thing? This was entrusted to me by my previous tragically inclined leader. Big responsibility! But you know all about that, huh? I'm going to try and get some more painkillers. Do something useful, you know? Oh-ho, I heard all about it. You're looking to pull the plug on this party early. I'm trying to save us. Take matters into your own hands, huh? Be my guest. No! Okay. Okay, danke sehr. Ich meine, du hättest mir auch einfach so geben können. Aber wenigstens haben wir jetzt den schönen, coolen Glitch-Effekt. Ich tanze jetzt auch erstmal neben dir. Den Hintern so ins Gesicht einfach. Literally 1984, ja, auf jeden Fall. Wo hat sie gesagt, war das? Komm, wie geht's dir, Baby? Einfach auch so komplett einfach weggeblutet alles. Oh ja, da ist nichts mehr da. Du
Ich muss noch mal kurz nachfragen, wo das war. Ich meine, es ist nicht so viel Fläche, dass ich da nicht einfach so rumlaufen könnte, aber... In the hallway to metal kill, you can kind of see a locker in there. Okay, dann hier. Hallway to metal kill. Was ist denn hier der? Ah, okay. Und sucked into space. Ey, take painkillers. Take isopropyl alcohol. Ah, geil. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr zum Sau. Ah! Oh! Oh! Jesus, woman! Oh, white woman jumpscare. Huh! Oh, wow, Jim, you did it. Yeah, it actually wasn't that hard once I figured it out. Amazing, really. Sure. I hate to ask you again, but could you give Curly his painkillers? It still just makes me so nauseous. You're not serious. Look, I've entertained your sentimentality up till now, but I'm trying to actually fix things on you. Ah! I'm getting us through this. It's find the code scanner. Then figure out the door code. Get the axe. Chop up the foam, but not too much. And best of all, give Curly his fucking medicine. But I'm bearing it. I have to. Because the captain has to take fucking responsibility on this goddamn ship. I'm sorry. I didn't mean to. Go make sure Daisuke doesn't choke on his own vomit. No, I can. I'll take care of it, Anya. I always do. Aber das kann ich mir einfach den Alkohol geben, theoretisch? Bisschen Mouthwash? I can't use it here. Use a bottle of mouthwash. Okay. Can't or won't? I don't think I understand the pressure you were under before. Fuck. And you tried to tell me. Our worst moments don't make us monsters, huh? You are a good Captain Curly, and you'll be one again. I get us both through this. Gerade wundert, dass die Yakuza-Serie schon draußen ist. Nach den ersten Reviews ist mir klar geworden, warum ich davon nichts gehört habe. Ist es? Also ich habe eben waren Leute drin und meinten, irgendwelche Bewertungen wären gut gewesen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich werde es mir die Tage mal ansehen oder zumindest halt die erste Folge mal reinsehen. Fehlt noch Ethanol für die absolute 9-Kombo. 48 auf Metacritic. Ja, let's go! Let's go, würde ich sagen. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, am langweiligsten hätte ich gefunden, wenn es einfach mittelmäßig gewesen wäre. Jimmy, get the fuck out of here! Oh. Take rope. You can't hide! Oh, buddy, it's really easy. I'm gonna chop you into 20 fucking pieces. Wait, what? What the fuck? Oh. Warte, ich werde gerade angerufen. Ich muss nochmal kurz pausieren.
Okay, kein Podcast heute Abend, also wir können auf jeden Fall durchspielen, müssen halt dann, ich muss nochmal kurz schreiben, So, okay, gut. Gut, so, dann können wir weitermachen. Ja, keine Ahnung, der meinte, bei denen ist einfach irgendwie alles aus. Also bei denen in der Region da ist irgendwie alles aus einfach. Also die haben keinen Fernsehempfang, keinen Internetempfang, also kaum Handyempfang, also auch übers Handy kein Internet empfangen. Also da muss wohl irgendwas extrem ausgefallen sein. Ich habe nur mal gerade geguckt, also Nachrichten finde ich nichts. Es scheint wahrscheinlich dann wirklich nur so in einem ganz kleinen Teil irgendwas wahrscheinlich passiert zu sein oder so. Also ich meine, wenn es halt übers Handy kein Internet gibt, dann muss da wahrscheinlich irgendein Mast oder so ausgefallen sein, nehme ich mal an oder so. Weil Internetausfall, okay, oder Fernsehausfall, okay, ne, wenn das dann beides über Kabel läuft, dann in dem Provider, aber wenn halt kein Internet übers Handy, dafür muss ja wirklich in der Region irgendwas kaputt sein. Benny ist eigentlich in Stillberg gelandet, ja. Gibt es Silent Hill wirklich? Scheinbar. Scheinbar in Nürnberg. Als wäre man im ICE, aber selbst da, im ICE hatte ich zumindest noch genügend Internet, um mir Super Nintendo und Mega Drive Spiele runterzuladen. Ja, was ein Timing, ja. Das ist, ja, deswegen, ich hatte nur gerade geschrieben, weil wir wollten den Alan Wake 2 DLC Podcast zusammen mit Christian machen, mit Samp. Und deswegen hatte ich ihm einfach gerade, also ich hatte ihm eben schon mal geschrieben, dass es wahrscheinlich aussieht, dass wir es schieben müssen. Deswegen habe ich ihm gerade nochmal Bescheid gesagt und ein paar Terminvorschläge direkt gemacht für die kommenden Tage. Deswegen muss ich mal gucken. Morgen ist leider auch schon so ein bisschen voll, weil ich habe morgen früher Nachmittag habe ich eine Aufnahme mit Robin. Da machen wir, ich bin dann im nächsten, weil Tom ist ja noch im Urlaub. Das heißt, ich bin da jetzt auch im nächsten Hooked on Topic mit dabei. Und früher Abend wollte ich mit Janneke noch zum Sport gehen und dazwischen wollte ich vielleicht mal gucken, ob ich irgendwie Black Ops oder so spiele oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Und dann bleibt eben da nur der Abend. Samstag ist halt noch komplett frei bei mir, da wollte ich jetzt auch eigentlich nur an Videos arbeiten, da könnte ich dann jederzeit einen Podcast machen. Müssen wir halt mal gucken, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Robin, das ist dieser Zerstörer auf Twitter. Alter, die Tweets, ich habe mich so weggehauen gestern Abend. Ich habe mich so, also wenn ihr mal wirklich lachen wollt, dann geht auf Robins Twitter-Account und in die Antworten rein. Ich habe mich so totgelacht gestern. Das war einfach wirklich eingesagt und zugenagelt. You doing okay? Yeah, can't sleep. I know how that is. Just toss and turn or stare at the ceiling all night. I actually kind of like the night window, time window screen. If you can believe it. So I just... If you can believe it, it's a Friday once again. So I just come look at it sometimes. If you're really, really close, you can see there's a dead pixel in the upper right corner. Oh, Ziad. Ziad moment. Oh.
Der hätte sich schon vorher, wenn da irgendwo ein toter Pixel wäre und der müsste da Monate drin sein, der hätte sich schon längst geroblockst. Ah, that's so. Nope, don't see it. In the back of my mind, it's always there. Now I go bonkers looking for it. Cheers. I don't think it ruins the illusion, though. It's peaceful. But maybe I'm just used to looking at the bigger picture. How many days of transport do we have left? Let's see. Off the top of my head, around 237 days. Just under 8 months. Hey, what do you know? Pony Express put a lock on the medical room door, but not on the sleeping quarters. Huh? I suppose for the same reason they put a lock on the cockpit. What? Kam das Safety gerade bei Cock? War halt nur so mit den... Bei den 8 Monaten war ich halt so... Okay, Sleeping Quarters. Wollte den Alkohol bis dahin nicht trinken? I don't know. Jimmy, help! Jimmy, it's a total emergency. Calm down, what is it? Anya is stuck in medical, the door won't open. What if she runs out of something? Right, let's go have a look. Einfach durch ihn durchgelaufen. Oh, warte, gibt's hier noch? Einmal kurz gucken, ob es noch irgendwas zu finden gibt. Oh, Scar in der Dose. Teleportieren die sich teilweise ein? Okay. What the? What the? Anya, I brought Jimmy. We're here to rescue you. Don't worry. Don't panic. Hey, heard the lock's broken. Hey, Anya? Can you hear me? Yeah, I can hear you, Jimmy. The rest of our medicine stash is in there too. Damn, this could be bad. Did you try to really put your back into it? Any wrenches laying around? How heavy is the med kit? Anya, is the door stuck? No. Huh? What do you mean? Look, we're all stressed. But you can't go breaking down at every little hardship. Open the damn door. You were right. You were right all along. I should have done this from the beginning. I always believed that our worst moments didn't define us, didn't make us beyond repair. You think I wanted this either? Make no mistake, this isn't my worst moment. Far from it. It's the best decision I'll ever make. Open the door. I'll take care of it. Anya! What does that mean? Curly is still in there with her, right? Yeah, you don't think... Daisuke, you and Swansea know the internals of the ship better than anyone. There's absolutely no way, other way into medical. Well, ich meine die... In dem... Durch den Hatch, ne? Swansea said it was strictly off limits, like super mega not allowed above all else. The utility room. That busted vent in their loops into medical. But I mean, technically a person could totally fit through it. If that's the only way, we'll make it work. You listening, Anya? Fine. Come on, Daisuke. Ooh, let's go! Ich hab noch meine Axt, oder? Hab ich noch meine Axt? Vielleicht liegt die Axt einfach da. Wanna open a can of, wie heißt es, Source oder? Das sind diese unfassbar stinkenden Fische, oder? Die so unfassbar stinken, dass du die unter Wasser öffnen musst, waren die das? Liegt hier noch was? Noch ein bisschen Mouthwashing mitnehmen. Der Bro mit seiner Teleportationsfähigkeit macht mir immer ein bisschen Sorge. Boah, he's looking really well. Oh my god, he's looking so, oh, you're doing great, buddy. Swansea, we need your help. I know you said utility was dangerous, but I'm good right here, fella. You know I'm not letting you in here. Oh, limits. Look, if there's any possibility,
Jimbo. Letting you scratch at that foam wall would be useless. You'd only tear this goddamn shit in, you asshole. Nothing to be done about it. Bad luck. Tail Mr. Donkey. But, Swansea, it could be really bad. Just hear us out. We're God's hand-picked favorites on this here planet, I reckon. Means we get to name it. So, let's hear it for Wake Rock. Whatever's going on anywhere else ain't my problem. Since I'm the happiest man Wake Rock has ever seen. Let's go, Daisuke. There's no point with him. Uh-oh. Yeah, Wake Rock. Eight hours until judgment? What the fuck? Don't do anything. Stop, stop, stop. I can fix this. Why do you keep fucking saying that? Are you hearing yourself? Ugh, I'm sorry. We still have disinfectant, right? The one from the extra medical stash? Get it now. The cocktail. The cocktail? What are you blabbering about? That was your fault. You would have never... I had no choice. You... Oh, useless. You goddamn fucking idiot. There has to be something else. Habe ich nicht noch Desinfektant von früher? Ne, müssen wir nochmal holen. Liegt hier noch was? Immer noch das Brettspiel. Alter, also wenn ich eine Sache in so einer Situation, wo man eh schon so Cabin Fever hat und sich gegenseitig kackt zwischendurch. Like, also da würde ich echt nicht noch irgendwie Mensch ärgere dich nicht spielen. Nope. Ist das hier wieder auf? Oh, what the fuck? Ist das eigentlich wieder auf? Ah! Alter, das ist wie diese Videos. What the fuck? Alter, das sieht ja mega geil aus. Wie haben die das denn hingekriegt? Das ist ja... Das sieht ja mega... Also das finde ich ja richtig geil. So... Na, kennt ihr diese Videos, wo zum Beispiel jemand irgendwas auf den Boden greift und auf einmal hast du auch dann so diesen Moment, wo dann so das alles sich so verändert und dann bist du ganz woanders? Das ist ein richtig geiler Effekt für ein Spiel dann vor allem. I'm already looking in here. At least try to make yourself useful. God damn it. Okay, ja, du guckst da rein und siehst, dass da nichts ist. At least he made it out the other side. We can still help him. Okay. Ja, ja, ja. Oh, Jesus Christ. Da! Ah! Kannst du das Geräusch nochmal... Welches Geräusch? Ich hab grad einfach nur... Ich hab mein Geräusch... Irgendein Geräusch gemacht, aber ich weiß... The fuck? Was steht da? Gang? What the fuck? What the... Oh, das ist ja hervorragend. Das ist ja einfach... Oh, ich liebe auch das. Ich liebe Dithering. What the fuck? Okay. Das ist einfach nur wild. Scheiß MC Escher mal wieder. A blind beast, aimless and restless. You can't run from it. Okay.
Okay, hier lang. What the fuck? Hä? Wait, what? Muss ich denn... Oh, oh. That's not good. That's not good. Blind beast, aimless and restless, you can't run from it, okay. Ich guck mal, ob das Vieh jetzt einfach schneller kommt, wenn ich renne. Aber ich dachte, okay, ich müsste halt lang, wo die Blutspur ist. Aber dann ist da einfach Schicht im Schacht. Weil hier ist ja dann, dass wir so den... Okay. I don't know. Ja, yeah, I get it, be quiet, aber ich... Also muss ich dann doch woanders lang gehen. You can hide, but you can't hide. Ja, das sind immer die Momente, wo ich dann so, okay, was soll ich jetzt... Was willst du von mir spielen? Jetzt einfach mal dann hier lang? Keine Ahnung. Nein, ja, ich meine, klar, leise sein, aber die Frage ist halt, wo ich dann... Ich war halt so verwirrt, weil vorher das Blut offensichtlich dieser Tracker war und dann ist da die Wand, durch die ich nicht durchgehen kann. Und deswegen dachte ich ja, okay, wenn ich dann das Licht ausmache, dann kann ich vielleicht durch, aber das ist immer noch da. Ich habe nur eine Schrittgeschwindigkeit gerade. Ja, einfach stehen bleiben. Nee, aber kommt doch jetzt, oder? Jetzt bin ich quiet. Oder kann ich mich nur bewegen, wenn das ein Geräusch macht? Hallo. Okay. It's the pony. Okay. Geht's da überhaupt lang? Ich glaube, da ist Ende Gelände, ne? Okay. I guess it's a puzzle. Und still bleiben? Die Sache ist, dass ich in solchen Momenten halt nie Angst bekomme. Also für mich, mein Problem ist, dass in solchen Momenten der komplette Horror verloren geht, immer leider. Das ist immer mein Problem, weil sich das dann einfach so sehr auf dieses, okay, ich bin aus der Spielwelt raus. Weil ich jetzt einfach nur so, hä, okay, was soll ich machen? So scheinbar, I guess, stehen bleiben oder so und dann mich wieder bewegen. Was ich halt auch spielerisch halt super langweilig finde. Das ist so, keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Das profitiert doch nicht davon in irgendeiner Form.
Okay, ich glaube dahin. Ja. Okay. Yay, we did it. Ja, das war scheiße. Das war einfach, also sorry, das war spielmechanisch total ass. Ich verstehe nicht, warum man immer solche Sequenzen in seine Spiele aus weil das zieht mich einfach raus. Das zieht mich so aus der Erfahrung raus. Weil das ist einfach, weil ich bin nicht mehr mit der Welt am Interagieren. Ich bin nicht mehr dieses so, oh, was passiert hier gerade in der Welt und was muss ich da irgendwie, sondern ich werde quasi rausgeworfen aus dieser Atmo und bin dann einfach nur so, okay, welche Bullshit, was für ein Bullshit-Gimmick muss ich jetzt irgendwie gerade hier lernen oder so. Das, ich verstehe sowas, wenn du sowas machst, dann mach's in irgendeiner Form, wo ich nicht erstmal Zeit damit verbringen muss, zu kapieren, was gemacht werden soll. Und dann mach's spielerisch, wenn es sein muss, interessant. Weil das war es nicht. Wenn du ja weißt, so okay, geh hier lang und wenn du dann die Geräusche hast, dann bleib stehen oder so. Vielleicht kannst du es auf irgendeine Spitze treiben, aber warum solltest du das machen, wenn du bei einem Fehler dann das komplette Ding wiederholen musst, was ja auch nochmal da hinzukommt und das dann super langweilig ist nochmal. Das heißt, ich will dann auch nicht irgendwie versuchen zu laufen oder so, weil nachher sorgt das auch nur für mehr Stress und dann muss ich nochmal von vorne anfangen, also gehst du halt irgendwie so langsam wie nur möglich durch und sorgt dafür, dass die Szene einfach so unfassbar fucking lang ist. Also das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen, was bei sowas die Idee immer hinter ist. Aber wie gesagt, diese, ich weiß nicht, ob es irgendeine Art von Stalker-Sequenz gibt, die ich in der Form sogar, also wenn sie so eingesetzt wird, gut finde. Keine Ahnung, dann mach halt irgendwas spielerisch Relevantes draus. Weißt du, mach einfach so eine Stalker-Verfolgungsjagd wie aus Evil Within. Wo du vor diesem komischen Blut-Spratzer-Fieder verfolgt wirst und musst dann währenddessen durch diesen Hindernisparcours und alles. Und das ist dann wenigstens noch so interessante Spielsequenz und Interaktion mit den Core-Mechaniken in einer gewissen Form. Oder wenn solche Sequenzen sind, dann sind sie auch eben so ganz, ganz kurz und werden dann nicht aufs Unendliche eben rausgezogen. Also das, ja. Mystery Misty, vielen Dank für das Abo, by the way. Vielen, vielen Dank. Also macht das Spiel jetzt nicht kaputt, natürlich, aber ich find's einfach, weil das war bis hierhin, war das einfach so perfekt durchgepaced alles, dass ich mich einfach so, als ob das Spiel mich gerade irgendwie geohrfeigt hätte. Und ich mir denke, warum? Warum muss sowas sein? I messed up. Don't try to talk. Die Schwester? Nein, nein, nein. Ich meine nicht Laura. Ich meine die Sequenz, wenn du in Chapter 9 ist es, glaube ich. Wenn du die Sequenz hast, wo um dich herum die ganzen Puppen sind. So wandhoch. Und dann wirst du von diesem rot gepunkteten Vieh verfolgt. Was, wenn es dich kriegt, dich halt auch instant so nach unten so auffrisst. Und dann läufst du durch einen Raum, wo überall die Gitter von oben runterkommen. Und danach kämpfst du gegen das Vieh in der Scheune. Das meine ich. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie so eine... ich glaube nicht, dass das Rufik in irgendeiner Variante ist, aber ja, halt das Vieh. Aber da sind dann auch die Sequenzen eben sehr kurz. I think the vent in utility connects to medical. But you heard what you said going in there now. It's too unstable. Trying to break the foam could risk the air seal. I just don't want to fuck up again like I did before. You heard Anya. I wouldn't put it past her to do something extreme right now. You and me, Daisuke. Can we save Curly, yeah? But once you won't help us, we'll figure it out ourselves. Right. Alright, yeah. We got this. But even before the foam, how do we even get the door to utility open? Swansea's been practically camping in front of the door, and he has the key. I have an idea. You're going to have to trust me. We need to knock him out.
You gonna fight him? No. Even he has to have his limits when it comes to booze. We make him pass out. Simple, safe. He might not even realize we did anything after the fact. Here's the recipe for a mocktail in the kitchen. We can follow the steps, but use different ingredients to add kick to it. Come on. Ah, und der Ver ist es dann, dass er nachher versucht, das Ding dann zu trinken oder so? Oh, steht sogar direkt schon dran hier. Mix Mouthwash with Isopropanol ist es doch, oder? Im Deutschen Isopropanol? Okay. Haben wir das? Ja. Da-da-da-da! Ich meine, ich mag auch die Laura-Verfolgungssequenzen. Auch wenn ich bei der zweiten auf Akumu immer wieder meine Stressmomente habe, auf jeden Fall. Okay, und dann noch das andere Ding, aber wie komme ich denn da dran? Ah! We're out of sweetener. Any ideas? I might have accidentally at some point mistakenly misplaced a few packets before. By accident. Right. You could take a look around my stuff. Could be somewhere around there. But also totally somewhere else. Who knows? Anything's possible. The crash sure jumbled everything up. Okay, take sweetener. Let's go! Let's make some fucking cocktail. Ich fand es auch nicht zur stärksten Stelle im Spiel. Es ist konfus mit dem Folgen der Blutspur, regelmäßigen Blockaden, die man umgehen muss, und alles sieht gleich aus. Dazu noch ein unsichtbares Monster, ist einfach too much. Ja, also ich finde das Design davon eigentlich ganz cool, aber es war jetzt nix halt so. Ich meine, ich bin froh, dass jetzt keine versucht haben, so krasse Jumpscares oder so reinzubauen. Aber wie gesagt, so langweilige Verfolgungssequenzen, das ist halt wie so ein. Ne, pack einfach keine Auto-Fail-Stealth-Sequenzen in dein Spiel rein. Wenn du denkst, dass du die Möglichkeit gefunden hättest, dafür das gut umzusetzen, you don't. I personally try to educate based of years of experience, but that's just me, Captain. Here. The fuck is that? Look, we need to keep working together. If this is how I can get us through this without us breaking each other's necks all the time, then... Yeah, give it here. You kind of freestyled the recipe. Yeah, I can tell you had a hand in this monstrosity, kid. You ain't no mixologist. Sure as hell ain't no mechanic either. You never should have come here. Who the fuck even decided to let you on board, huh? Stick the idiot with a bunch of sad sack adults and see what he learns, huh? Bootstraps and all that, what a load of horse shit. You think it's all going somewhere, but every failure leaves you a little more mangled than before. Older, uglier, meaner. Smarter in a worse way. Wallowing doesn't suit you, Swansea. I suppose you think you should all be acting like you. Our hard-working, esteemed captain. I'd say take a load off before the sun finally sets on this party. May we never go to hell, but always be on our way. Oh, ziemlich guter Satz, ehrlich gesagt. Whoopsie! Oh no! Is he still breathing? He practically bounced off the ground. He'll be fine. His tolerance has to be through the roof by now. Probably just wake up with a massive headache. Oh man, he's gonna be so mad. I never get a good reference now. Ja, das ist das Problem. Definitiv. Oh, was ist das denn? Oh! Was steht da drauf? Warte mal, kann ich das? Where the
das Where the fuck are my keys, ne? Ist das? Ich glaube, da steht Where the fuck are my keys drauf. Was halt so, lol. Oh ja, das ist... Ich meine, das Spiel ist generell ist super geschrieben. Oh, der Schlüssel wird sogar umgedreht. Na, wer hat's nicht hingekriegt? Come on, Bloober. Wenn Mouthwashing das hinbekommt, dann könnt ihr das doch auch. Maybe we could talk with Swansea when he's cleared up a bit later. He's just like really into workplace safety and stuff sometimes, you know. Which is like totally cool and stuff, I think. He taught me it's time to be brave, Daisuke. Curly and Anya are counting on us. Let's fuck shit up! Ba-ba-da-bam. War, it's like Bailiff barely foamed up at all. Thank you. Hey, it's those Mr. things Prentice, I've never seen I'm before. Hawkseye, vielen Dank für das Prime, aber vielen, vielen Dank. Und auch danke für die netten Worte. What are they called again? Cryostasis pods. Ah, oh, yeah, these things are far out. Totally sci-fi. Oh, it looks like this one still works. How long can these things even keep you frozen? 20 fucking years! I can't believe Swansea managed to clear all the foam from here. He didn't. What? Think about it. Swansea never let you work with him on breaking the utility foam wall, right? No, it needed to be handled delicately. He said I have way too much athletic strength in my arms. I would have just torn right through the foam. I was like, damn, makes total sense. Bummer. So I've been in charge of the kitchen instead. He said it's next level critical to keep stock and organized every day. Had me double, triple, quadruple check everything, like all the time. Right, of course. And he never told you he'd gotten in here? No, but look at how busy you must have been. There was never any foam here, and Swansea has known the whole damn time. Just taking a load off before the sun finally sets on his party, huh? That boost-up bastard has been biding his time until he can save himself. Would getting in a pod really make you'd get rescued? 20 years more of a chance to get found. I take those odds over our current situation. Not like this, though. Not by lying through my teeth while waiting for everyone else to die. No, man. That just can't be right. I'm sure there's a reason. We'll ask him about it when he wakes up. We'll deal with him after. Right now, we have a job to finish. And the vent looks like it's still in one piece. Whoa, check out those sparks. I hate to imagine how gnarly it looks on the inside. It could be somewhere collapsed in place. We could make it through. We need to try. Swansea said it's not safe. I know he forgot to tell us about the pod, but he knows like everything about this kind of stuff. Maybe we should just wait for him to wake up? You said you could handle it. Swansea taught you well, right? Time to prove it. You'll be impressed when he wakes up. Proud. Boah, das ist... Das ist ziemlich... Ziemlich harte Manipulation. Ich meine, wir sehen ja, wo das gleich hinführt dann. He'll understand why we had to do this. Then he can explain himself. You think so? Daisuke. Everyone's counting on you. Captain's orders. Yeah, I got this. Okay. Here we go! Ich wie ich meine Spaghetti in den Mund hochziehe. Oh, ich glaube, vielleicht mache ich mir gleich ein paar. Oh, ich könnte mir glaube ich Bolognese gleich noch machen. Ah! Das ist wie dieser Electrician-Typ auf YouTube, der sich die ganze Zeit immer irgendwelche Schocks gibt. Ich habe letztens gesehen, dass der World Record Speedrun von Silent Hill 2 Remake einfach mittendrin einen Crash hatte. Das Spiel ist so eine technische Katastrophe. Oh boy. What did you do? Die Szene erinnert mich an Half-Life. Ja, ein bisschen. One day before Crash. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba ba da ba 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 ba
Shut the fuck up! Nur in Deutschland über 5 hours. Was ist das? Polly says, rise and shine, motherfucker. Sleep is the best rest after a long day of work. Earn that shit. Don't ever do it or fall behind. Do not indulge in over 5 hours of rest. Okay. Das, sind das die Bilder, die in Amazon Warehouse drin sind? Polly says, lend a hand. Teamwork is the soul of success. When you have completed your task, always check on other tasks. HR complaints about poor team synergy may result in collective punishment. Ooh, boy. Polly says, giddy up, Galaxy. Punctual deliveries are a pride and promise, no matter where you are. Late deliveries will be docked from personal credits. Coole Firma. Sounds like the Amazon of the future. Kann ich mir eigentlich jetzt selber auch einen Drink machen dann? Machen wir Water and Tonic. Das war 31,42, 13,24. Nein! Nein! I wanna make stuff! Let me take a shit. Ah. Oder bei Tesla. Ich finde das einfach so lustig. War das jetzt nicht hier in Deutschland, wo sie da so einen Elektrozug jetzt gebaut haben für die Mitarbeitenden? Wo es so, oh wow, hey, du willst mehrere Leute effektiv und schnell von einem an einen anderen Ort bringen? Wow, wie wär's mit einem Zug? alles gut? For fuck's sake, where is it? Us being let go isn't the reason to hurt yourself. Anya, as our nurse, you never got psych evals. I should have thought of that. You could have come to me if you were feeling stressed. What would you have done? Anything. Anything. You, the crew, are all my responsibility. I told you so over and over, yeah? I'm not going to hurt myself. You know the gun is in a safety case I can't open. But I hit the case itself. Tell me where it is. None of this has to be on our performance logs. We'll figure it out together. I'm pregnant. Ding, 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 ding. Called it. Fucking called it. Yo, what? Who would... Captain, I told you. Listen to me. We can fix this. I've known him for a long time. I'll talk to him. I know you'd never give me the gun to protect myself. So the least I can do is make sure he never gets it either. Wow, this is fucked up. She's pregnant. Am I pregnant? Can you get pregnant? Luigi. A reading printed from your navigation computer detected abnormal asteroid trajectories along the route. Course correction might be required during transit. Oh yeah. Yeah, this is going smooth operator. Schnelle Züge in Deutschland aber auch unvorstellbar. Ich meine, wir haben schnelle Züge, das sind halt die pünktlichen Züge, die sind unvorstellbar. Aber wenn es halt eine speziell gebaute Linie ist, auf der nur dieser eine Zug langfahren kann für die Mitarbeitenden, dann sollte das auch funktionieren. The bleeding won't stop. Just try to stay still, Daisuke. I need a second to think. We can fix this. Hey kid, you hear me? Daisuke. Yo, yo, stop! Don't move. It's alright, Daisuke. Calm down. This line of work. You could have never become like miserable old Swansea. What a tragedy. Decades of hauling ass for Pony Express. Big mighty bruiser with all his shiny tools. This is where it got me. The good life, huh? I thought you were dumber than a can of paint. Always just chewing my ear off about and nothing. Useless ray of goddamn sunshine. Not an A student. Career workhorse or force of ambition. Just a damn good kid trying his best. You could have taught an old fool like me a lot. Close your eyes, Daisuke.
He's about to get Robloxed. But if you close your eyes, ayo, ayo. Okay, das ist... Oh, right in the fucking head, you monster. I could have fixed him, Swansea. I have to do everything myself. Why can't any of you just give me some time to fucking think? Ja, ich meine, wer hat ihn da reingebracht in die Situation, ne? How do you still not understand? It's over. End of the fucking line. You won't suffer one more second because of your delusions. Unbelievable. Stop pretending. I know all about your plans, Swansea. I went to utility. I saw what you've been hiding down there. Sneaking around with that axe, telling Anya who knows what. Now this? You're making sure you're the one who gets inside that cryopod. You sure did talk to Anya, but it was her telling me all sorts of things instead, wasn't it? Shouldn't the captain go down with the ship? Not that it matters anymore. I ain't got no place to be. I got everything I could ever need right here on this ship. So go ahead and get in that pod. If you ever get found, you could tell them whatever fucking story you like. You've earned it. Get the gun. Okay. Oh. Hey, buddy. How we doing? Still breathing? Great. Yeah, a lot of fucking pills. Okay, I'm just gonna take this. Was war das nochmal? Es war irgendwie 739 oder so? Ey! Woo! Without returning to cockpit! Oh, fuck yeah! Oh! Oh, Anya! Ey, hast du das gesehen? Oh, first fucking try, baby. Okay. Das Ding öffnen. Take gun. Und direkt auch die... Ja, ich weiß, ne? Ziemlich cool, dass ich das Ding direkt geschafft habe. Okay. Not yet. Das heißt, mit ihm kann ich auch gar nicht interagieren. Okay, dann lasse ich ihn einfach mal da. Hier noch irgendwas, mit dem ich... I can't look at his blood anymore. Jimmy! Oh! Okay, das heißt, das ist dann 0 days before the crash. Okay. Ich muss wirklich sagen, die nicht-lineare Narrative, die Struktur, finde ich echt super cool. I told him. Anya, you should have waited for me. What did he say? Nothing that makes any difference. Did he seem angry? Where did he go? He just walked away. Curly, I don't want him to be here anymore. Hold on. Fuck. Just wait. I need to find him. Everything's going to be okay. Let's go. Ja? Ja? I need to go to the cockpit. Diese Musik bedeutet, dass jetzt vollkommen normale Dinge passieren werden, ne? Jim, I can fix this. What do you think will happen when we get back? Huh? We can figure all of this out, you and me. All I ever hear is how great of a leader you are. God, it's so annoying. But now? What do you think will happen now when we get back?
We'll fix this together. Everything you and I worked for in our lives, accomplishments, changes, none of it will matter. You've gotten through difficult situations before. This time won't be any different. Work through it, one day at a time. It's not just me, is it? You were supposed to be the one who had everything under control, you said so yourself. The ship, this crew, everything that happened here. This was your responsibility, Captain. That is what you'll be hearing the rest of your life. Or this can all be remembered as a tragedy, despite what must have been the best efforts of its acclaimed captain. The Tolpa crew was never found. No one survived to tell the tale. You're standing at the top. Ooh! Feet in cement. I get it now. Right? Right. This is 99%? I'll take care of it. Wait, what? Okay, twist. Oh, nice. System failure. Okay, wo wir jetzt... What the fuck? Jim, tell me you didn't. I should have. I didn't. What the fuck did you do? Achso, beim Isopropyl stand Beschreibung. Ja, das war beim, nee, beim Mouthwashing war das. 1 hour before judgment. Okay, Anya ist aber schon weg. Donk. Ah, Entschuldigung, donk. Donk. Oh, donk. Donk. Hey, alle sind hier. The gang's all here. Nehmen wir an, okay, dann wissen wir, wie die Konfrontation ausgegangen ist. What the fuck? Woohoo! Happy birthday, Captain. This rocks. Here, here. Captain Jimbo. Come on, you have to give a speech. Go on, have at it. You better make it good. Hell yeah. Our captain. Captain Jimmy. What the fuck? Machen wir jetzt wirklich nochmal das gleiche Minispiel? Nice. Das ist eine Saw-Referenz. Oh, mein Liebling, endlich Körperteile abtrennen. My favorite. A lot of people struggle to put food on their plates, but that wasn't enough, right, Captain? The lowest rung of your ladder is our highest, until it was all swept from under your feet. Life isn't even worth living at the same level as us. But I forgive you. All of us do. I won't give up on you, even like this. I believe in you. We're going to make it through this. Sometimes we thrive, travel the endless reaches of space. But other times we just have to accept days like these. You taught me that, Curly. Let's eat. Let's survive. Woo! Take responsibility! What the fuck? Hey. Ah! Oh. War gar nicht so. Was hat der Daisuke sich auch so angestellt? Guck mal, hier passen sogar ganze Leitern rein.
Ist doch super angenehm, da durchzugehen. Weiß gar nicht, was der will. Wait, what? Ah. Geh einfach immer nur dieser, wenn du nach vorne nicht sehen kannst, dann einfach der Trick, so zurückzugehen, dass du zumindest noch so eine Spatial Awareness hast. Okay. Ich meine, die Blume war eben auch am Grab. No turning back now. Okay. Was ist, wenn ich so zurückgehe? Ah! Oh, fuck. Oh, fuck. I hate this shit. Okay. Wait, what? Take responsibility? Okay, einfach so. Ah. Das sind seine... Wait, what? Nein. Okay, also ich muss immer ins Licht gucken dafür. Das sind die Gegenstände von Daisuke gewesen. The responsibility. Take it. Okay. Ich meine, ist das jetzt einfach nur... Also ich meine, wenn er alles hier kaputt gemacht hat, aber das ist ja nochmal explizit die Referenzierung, dass er Daisuke in den Tod geschickert hat. Oh, cool. There we go. Ja, das ist dann so dieses weirde Herausfinden, was du halt irgendwie machen musst. So, okay. He's running away from his responsibilities. Ja, ich wollte ja irgendwie anders da rein. Und dann hat das Spiel gesagt. Bossfight. Oh, nice. Oh, das ist cool. Okay, kann ich da... Und, jetzt konnte ich. Woo! Okay. Oh, das sieht richtig geil aus. Oh, das sieht richtig, richtig fucking geil aus. Holy shit. Oh, I do not like this. Oh, I do not like this. Oh, this is not my favorite. Okay. Nothing's bad is gonna happen. Ah, Licht. Zeit, meine Responsibility zu nehmen. Ja, das sieht schon eher aus wie der Wendet, den man sein sollte. Okay. Kann ich hier weiter? Ja. Er hat gesagt, I do not like this. Spielerhasser. Da ist nochmal die Blume. Okay. Oh. Ah, there we go. Willst du dich mal sauber machen, Schimmelmann? Ah. Ey! What? Silent Hill?
Das ist jetzt wirklich. Jetzt sind wir Homecoming, Leute. Was ein Monster. Einfach in den Dick geschossen. Im Hause Gottes, da wird nicht geschossen. Wait, what? Oh, nice. Kommt der jetzt hier wieder so durchgelaufen? Okay. Muss ich jetzt noch irgendwie... Bin ich ja nicht so der Freund von, ne? Aber auch das ist einfach jetzt, ich bin jetzt einfach nur wieder genervt. Okay. Weil dafür ist das Umdrehen halt einfach auch zu langsam und dann noch das langsame Waffenziehen. Also ich finde das thematisch ganz cool, aber halt spielerisch irgendwie. Das ist der Part, wo ich dann so, shut the fuck up and listen. Oh, that's me at the party. I spent 13 years half cut up to my eyeballs, drunk to put it mildly. Then suddenly I saw it, a street light shining in my face. 500 gigawatts of power of God. A vision of my bloated body found in some ditch. Scared me straight. So I got a collar shirt, mortgage, and credit card. All the things that make a good man. I hoped I could raise my children to be better than their old man, so I wanted to believe I was never one setback away from my worst self. But the truth is, discipline, drive, routine, the endless fucking desperation to get shit done. Loving wife, great kids, sobriety, I'm telling you. You, accomplishments I'd been chasing all my life, never felt as good as I expected when I crossed the finish line. So now that we're here at the end, taking inventory, those nights spinning out of my head, sinking into the sofa, broken glass in my hand, bleeding dry, the funniest thing ever. Old dogs laughing and snarling on a waterbed floor, mocking the moon for daring to show its face. All nausea and wreckage and vomit and ugly cruelty. The only problem in the world, an empty bottle. Those were the best days of my life. Yeah, those were the best days of my life. I got nothing to hide, ready to face the music. I can see myself for what I am. But you? You cowardly, selfish motherfucker, and you can't even see it. I should have been able to protect the kid. If I could have done one thing right, I wish I had been to give him one small chance of this goddamn rock. Swansea, I'm going to fix everything. We're going to make it. Fuck you. Ja, ich nehme an, das war auch Public Domain im Hintergrund, ne? Take responsibility. Ist da auch? Also, ich sehe da keinen. Das sieht aus wie ein Bauchschuss. Das sieht nicht aus wie der Dickshot, den ich geben wollte. Kann ich den jetzt in den Cryoport oder so? Nee, ne? Okay. Nehmen wir mal, ich habe ja das Gefühl, das wird dann, geht so gerade auf die Zielgerade zu, denke ich mal, ne? Okay. Hey, looping hallways. Oh, this is some blooper shit. das ist geil. Hello. I got my eye on you. Nice. Let's see. Huh? Ich werde vom Neversoft-Logo verfolgt. Ah!
Und jetzt ein Raum nur mit Zähnen, wie das Intro von Psychonauts 2. Wo du einfach überall Teeth hast. Tief. Ja. Bin ich jetzt im Arschloch, oder? Ist das Gears of War 2? Ja. Ah! The fuck? Oh, das ist geil. Also ja, wieso, vor allem verstehe ich noch weniger, was diese random Gameplay-Segmente irgendwie sollen. Weil das ist halt voll nicht die Stärke vom Spiel, ehrlich gesagt. So, das hier und das, die Dialoge und alles. Okay. Kann auch nicht mehr raus gerade. Ich mir eine kleine Portion abends noch hole. Me making myself a little snack. Take Curly's leg feast? What the fuck? Ich meine, das ist eine gute Art und Weise, das auch so darzustellen. Vor allem, wenn du eben so Public Domain Kram nehmen kannst dafür, ne? Ich muss die. Ich kann das nur in. Was gibt's? Gibt's noch andere, die ich drehen kann? Gibt's? Ich habe nur die vier, ne, zur Auswahl. Das dreht den hier. Aber hier, ich dachte dann die Linie so. Das heißt, hier ist jetzt die Linie. Und da ist dann. Na, das ist dann hier so die Linie. Und hier das. Das macht nur für mich irgendwie nicht so viel Sinn. So? Mal hier dran. Ne, dann kann ich nichts machen. Hier sonst irgendwas? Ne, hier ist gar nichts. Scheißdreck ist hier. Also okay, das ist das Einzige, mit dem ich... Oder kann ich irgendwie hier unten... Item... Achso, Curly's Leg, okay. Need to get closer. Ey, wie sich denn... Aber ich bin noch... Nein! Ich bin doch... Ich verstehe nicht ganz, was... Nicht drauf und zu oder so? Hier? Nee, aber jetzt bin ich ja eigentlich, so interagiere ich ja normalerweise mit. I need to get closer. Muss ich irgendwie an den Fernseher? Ist es das? Was ist damit? I can't use this here. Was meint ihr denn mit Klo? Weil ich sehe ja nicht, was das... Ich habe doch mit dem Fernseher interagiert, oder?
Oder muss ich einfach, muss ich mir das einfach ansehen? Nee, das loopt auch, deswegen, weil da ist irgendwie nix. Ich, hä? Ich erkenne halt sonst auf den, ne, ich sehe nur diese, du hast hier diese Spuren, so, das heißt, dann denke ich, okay, die in irgendeiner Form alignen, ergibt jetzt nicht so zu 100% Sinn. Aber da hast du auch vielleicht nur das hier. Ich sehe halt nicht. Get close us. Mann, mein Abo wurde beendet und da kommt Werbung. Oh, lol. Ist das dieses weirde... Nein, nein, das ist nicht Sonic Dream Collect... nee, wie heißt das? War das Sonic Dream? Nee. Weiß gar nicht mehr, wie das hieß jetzt hundertprozentig. Okay, das sind die... Yeah. I don't get it. Einfach irgendwo mal hingehen. Oh wait, du kannst hier hinter? Where the fuck am I? Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr, aber aus irgendeinem Grund kann ich dahinter gehen, okay. Da scheint aber auch nichts zu sein. Okay, mit dem Fernseher kann ich nicht interagieren, damit kann ich nicht interagieren. Kann ich sowas einfach mit dem... Nee. Can't use this here. Aber ich sehe auch sonst, bis auf das Blut, sehe ich da einfach nichts drauf. Da muss daneben noch irgendwas sein. Oder muss das nicht? Warte mal, in welcher Position? Nee, aber das ist so. Wenn es dann hier hingehen kann. I don't know. Das hier auch. Ich weiß halt nicht, was das sonst sein soll. Das sieht einfach so aus wie random Symbole die ganze Zeit. Den finde ich am seltsamsten. Weil der geht ja nirgendwo hin, ehrlich gesagt. Loopt das Programm denn? Hä? Aber hat das nicht. Ist das nicht eben geloopt? Ich habe das mit dem. Doch, das loopt doch, oder? Kann ich mit seinem... Oh! Oh! Fuck you! Oh. That shit. Ja, aber deswegen, das hat mir nämlich keinen Sinn ergeben, wo das hier lang verfolgt irgendwie. Warum ich dachte halt, ich muss näher dran, weil ich ihm das Bein da irgendwie wieder, weil ich ihm das Bein da wieder dran geben muss oder so.
Nee, es sind leider keine Tank Controls. Ich dachte zuerst, es sind Tank Controls, aber du musst nur irgendeine Richtungstaste drücken und der Charakter bewegt sich. So, das ist, wenn ich WASD spamme, dann läuft er auch ganz normal weiter nach vorne. Ja, das war irgendwie, also keine Ahnung. Das ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich ihm sein eigenes Bein irgendwie zu essen geben müsste oder so. Und deswegen war ich von dem ganzen Ding sehr verwirrt gerade. I wanna go home. We are home. That was fast. Why don't you finish what you started? Don't worry, if anyone ever finds us, I'll still be playing the villain. You'll be better man in the end, like you wanted. I could have stopped it. I'm taking responsibility. No, we can both be heroes. We are a team, just you and me, like we used to be. What happened was an accident. We're trapped. I made a mistake, alright? I'm sorry, I'm so fucking sorry. Take responsibility. Okay. This is my son. I called him responsibility. What the fuck? Was kommt? Oh. What? Okay, das heißt jetzt irgend so ein Nahgerät, was ich habe. Okay, und ich soll... Was soll ich machen? Oh. Kann ich nicht wieder Zahlen auswendig lernen oder so? Kann ich nicht wieder 739 eingeben? Oder 3142 beziehungsweise 4213? Können wir nicht das lieber machen? Oder 1324, das war auch noch ein Code. Okay, ich weiß halt. Ah, jetzt kann ich. Okay, jetzt kann ich da drauf gucken und dann. Ah, da. There's a dog, okay. That looks like a weird dog. It's the baby. Oh, Partyalarm. Woo! Okay. All clean. I hope it hurts. Really gets rid of that bad taste in your mouth, huh? I hope it hurts. Through wreckage. Through silence. Wash it away. All day, fire fresh. Oh, nice. Aber bitte jetzt keine Verfolgungssequenz oder so. Bitte nicht irgendwie sowas. Ah.
ich hab da keinen Bock. Kann ich das irgendwie. Ich hab da keinen Bock drauf. Können wir einfach. Oh. Ich habe einfach wieder keine Lust, irgendwie zu rätseln, was es ist, was ich machen soll und wie das dann funktioniert. Gott. I get it, I have to take responsibility for the baby. Ich... I don't know. Okay, einfach. Okay, das war, du solltest dich treffen lassen. Okay. Ich verstehe einfach, wie gesagt, das sind so Sequenzen, ich verstehe es einfach nicht. So, wer sich denkt, boah, das ist geil. Weil das hier, das ist geil. Das ist wirklich geil, aber jedes Mal, wenn es halt versucht, diese klassischen Horrorspielsequenzen, also was heißt klar, aber diese Indie-Horrorspielsequenzen einzubauen, dann geht's halt dermaßen in den Keller runter. So, entweder du machst vernünftige Spielsequenzen und hast dann eben auch ein gewisses Gameplay dazu, du lässt es halt lieber sein, weil das ist... What? Hä? Ich kann nichts machen. Empty? Hä? Einfach warten? Ja, ich denke, es ist ein Bug. Das ist halt das Problem. Ich weiß es bei dem Spiel nicht. Yo, Tomatentoaster, vielen, vielen Dank für die 5 Geschenk-Abos. Vielen, vielen Dank. Deswegen, das ist halt so ein Spiel, was die ganze Zeit mit dir fickt, dass ich halt gerade nicht weiß, ob es ein Bug ist oder nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie das Spiel speichert und was ich dann nochmal neu machen muss. Okay, Ich gehe einfach mal, ich quitte mal raus und mach dann weiter. Oh, okay, ich dachte, das wäre... Okay, das ist so komplett quitten. Okay, ich dachte, das wäre... Ich dachte, aus dem Menü heraus wäre es... Okay, ihr seht das Spiel aber auch wieder. Alles klar. Da sollte eine Treppe sein. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal, wo ich jetzt auftauche. Take responsibility. Also okay, müssen wir das nochmal machen. Ne, weil... So. Oder wenn ich doch im Spiel bin und dann diese Option habe und ich auf Quit drücke, dann denke ich doch, ich gehe ins Hauptmenü zurück und nicht, ich gehe aus dem Spiel raus. Scheinbar habe ich... Warum habe ich denn... Ich habe doch jetzt gar nichts... Was? Ich habe doch... Warum habe ich denn jetzt... Oh. Hä? What the fuck? Warum hat er denn jetzt... Warum hat er die fucking Auflösung denn...
Okay, jetzt sollte es aber wieder vernünftig sein. Ja, keine Ahnung. Also, das mit dem, warum kann ich nicht einfach ins Hauptmenü zurückgehen, das verstehe ich nicht. I don't get it. Okay, jetzt müssen wir das nochmal machen. Der erste war, glaube ich, was entweder, nee, weiter links oder weiter rechts da. Ich nehme an, das hat irgendeinen Grund, dass das aussieht wie ein Hund. Erste Phase. Hey, little fella. Jetzt bleiben wir mal davor stehen, mal gucken, wie das dann aussieht. Und... Okay, all clean. All clean, I hope. Alter, ich bin so froh, dass das keine richtige Gameplay-Sequenz scheinbar war. Die ich schaffen muss. Ne, einfach nur... Einfach nur irgendwo reinlaufen. Keine Ahnung, ich geh einfach mal geradeaus jetzt die ganze Zeit. Hallo. Die Geräusche klingen wie ein Pferd. Ich finde, die Geräusche klingen einfach nur wie ein Heartbeat die ganze Zeit. I don't know. Kann auch ein Pferd sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss er mich einfach... Ist es das, dass er mich dann zweimal kriegt? Nee. Muss ich doch irgendwie... Aber ich bin doch am Ende einfach nur eine Zeit lang da... Okay, dann doch wieder links und einfach... Weil einfach eine Zeit... Musst du dann eine Zeit lang nicht getroffen werden? Ist es das? Aber das Einzige, was ich gemacht habe, ist halt immer links und rechts. Und dann wieder links. Und dann wieder rechts. Und dann wieder links. Und wieder rechts. Und wieder links. Und wieder rechts. Zentristen be like. Oh, hier gehe ich mal links und da. Und dann, nee, du musst wirklich eine Zeit lang einfach. Warum macht man sich die eigenen Spiele mit sowas kaputt eigentlich? Das verstehe ich einfach nicht. So, ich brauche nicht in so Narrativen, vor allem so Horrorspielen, ich brauche nicht irgendwie die Gameplay-Sequenzen mit irgendwelchen Fail-States oder so. So, dein Spiel kann auch so funktionieren. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Aber dann mach doch nicht sowas. Vor allem, wenn es scheinbar nur daraus besteht, links und rechts zu gehen, einfach jedes Mal. Real. Okay. I don't know. Ich hab ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht, was die Szene von mir will, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß immer noch nicht, was die Szene von mir will. Ich hoffe, das verbuggt jetzt, weil wenn das jetzt, ganz ehrlich, wenn das jetzt nochmal buggt, dann schaue ich mir den Rest einfach bei YouTube an. weil ich mach das jetzt nicht nochmal. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass es jetzt funktioniert.
Okay, komm, Baby. Treppe, you can do it. You can do it, Game. Game, you can do it. Just don't fuck up. Mein guter Krümeltee. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, we did it. Ach so. It was you all along. Oh, Synchro. Pony Express is dead, and so are you. Sorry. Shut up. Curly tried his best. I did too. But he's the better man. I see that now. We can both still make it. I take care of him. I'm taking responsibility. Curly, Captain, I'm so sorry. Yes. Yes, 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 I do. I fucked up, but I can still make this right. Our worst moments won't make us. Yeah, wait a minute. Hold on. Ja, nochmal. Na, wie gesagt, wenn das Spiel die ganze Zeit sowas macht und dann das wie eben, dann dachte ich zuerst, okay, vielleicht war das wirklich No Hours Before Judgment. Kann ich denn irgendwo? Ah, jetzt kann ich wieder gehen. Hey, Buddy. Let's go all to the toilet. Let's go all to the toilet. Let's go all to the toilet and put you down the drain. Ey! Maybe there wasn't a captain. Maybe this isn't a captain. Maybe this is the baby. I don't know. Muss gleich nochmal umdrehen? Ja. Okay. Aber den Cryobot mit dir. Good night. Good night, Sleepyhead. No bad dreams. Oh, ich liebe Fallout 4. It's okay, Curly. You're going to be okay. You always had my back. I ended up hurting you even though I was trying to save us. But now you'll survive. It's like you said, together we can fix anything. I'm just proud I got to be your friend and co-pilot captain. No one can hurt you now. We fixed it. I fixed it. Man, that man really took responsibility, huh? Oh yeah, I'm gonna have such a great life now. Hey there, buddy. War aber ein lauter Lichtschalter. So, you gonna turn this on or what? Ah. Chili. Ist einfach Galaxy Gas. Oh, nice. Ba ba ba. Ba dum bum bum bum. I fixed everything except myself. Ich meine, deswegen hast du auch diese Babygeräusche auch am Anfang vom Spiel wahrscheinlich. Aber das hat mich nämlich schon gewundert, als ich das beim Streamstart das Spiel hab laufen lassen.
Und ich dachte so, sind das nicht Babygeräusche, die ich die ganze Zeit höre? Male Character PS1 Style Winrex Toolkit for Steamworks Animancer Bakery Mr. F Archive.org. Ah. Oh. The Neighbor Dog Jackson. Ja, doch, war doch ein Hund dann. Thank you for playing. Thank you for playing a game. Da, 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 da. The story was lame for. Whoa! Ah. Achso, this somehow doxes me. Ah, nein, ich will einfach back to game, ja. Shift Tab, okay. Ich dachte, das wurde halt eine Webseite oder so. Okay, und aus. Oh nein, ich habe die andere Hälfte der. Was sind denn noch für Achievements? Curly's Employee Card und Chimmies. Und die habe ich nicht. Alter, da gibt es noch sieben Achievements? Du hast den Chat über den Kopf gepackt? Was, wo? Hä? Das ist da immer so. Das ist aber auch eine andere, wie gesagt, das ist aber auch anders gemacht. Deswegen, das ist die, es ist die einzige Möglichkeit, es war die einzige Möglichkeit, wie mein YouTube-Kanal nicht gesperrt wird. Das war die eine Möglichkeit, wie ich YouTube überzeugt habe, nicht den Kanal, also den Kanal komplett zu demonetarisieren vor ein paar Monaten. Deswegen ist das so. So. Würde mich mal interessieren, was die anderen Erfolge sind. Das ist, die haben damals meinen Kanal demonetarisiert, weil die Uploads für sie eben so aussahen, als ob ich nichts daran gemacht hätte. Und dann hatte ich das, dann habe ich eben gesagt, also, ne, okay, ist das dann fein, wenn ich dann hier auch das Overlay aus den, weil es sind halt nur die Reaction-Streams, deswegen hatten die ein Problem. Mit den Gameplay-Streams war das nicht, weil dann hier so das Overlay ist und das darüber zu erkennen war. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das Overlay da drüber packe, damit man hier dann sieht, dass das quasi so Watermark-mäßig ist, dann haben sie den Kanal danach dann wieder freigegeben. Das war der Kommentar, weil ich habe ja keine Facecam oder sowas. Das ist halt wirklich literally der Grund, warum ich das so da drüber habe. Deswegen, wenn ich demnächst wieder eine andere Aufteilung habe mit zwei Bildschirmen, dann kann ich das auch anders machen. Dann kriege ich das auch wieder anders hin. Aber das war einfach so das, was mir am wenigsten Kopfschmerzen verursacht hat. Und ich denke mir halt so für die YouTube-Aufzeichnungen, du siehst dann, das Einzige, was du nicht sehen kannst, sind die letzten zwei Kommentare vom Stream oder so. Wenn der Stream zu Ende ist, dann steht da unten eigentlich sowieso, also das sind die letzten zwei Sachen von der Aufzeichnung, die hier unten sind, die kannst du dann nicht sehen. Das ist so das Einzige. Und deswegen dachte ich, okay, das ist...